An E-Learning-Angeboten, vielleicht an MOOCs für eine europäische Öffentlichkeit machen, mag zwangsläufig nicht überall gleich funktionieren. Da ist doch ein Riesenproblem. Wird es denn überhaupt anders gemacht? Zwei Anmerkungen. Das eine ist, wir müssen auch immer erstmal schauen, was unsere Partner in den Entwicklungsländern wollen. Wir haben zum Beispiel mit 10 afrikanischen Universitäten die Fragen gestellt, wie können wir implementieren mehr Anteile an E-Learning? Da waren die Top 3. Das erste, wir brauchen eine Strategie. Gilt genauso für Deutschland auch. Das Zweite, wir müssen das Verhalten der Dozenten ändern. Gilt für uns auch. Und das Dritte, das ist jetzt der Bogen zu dem, was Sie gefragt haben. Wir müssen Indikatoren haben, um den Mehrwert dieses E-Learning für alle aufzuzeigen. Was ich vorher noch vielleicht noch hinzufügen wollte, war auch, dass im gesamten Bereich jetzt rund um Syrien herum in diesen Ländern die digitale Lehre überhaupt nicht anerkannt wird. Das heißt, jeglicher Lerninhalt, der digital vermittelt wird, ist nicht akkreditierbar, ja, und verbaut den Studenten auch im eigenen Land den Weg zu einem gesicherten Job. Ja, da muss man jetzt erst einmal wieder schauen, wie können wir Länder wie Jordanien und auch den Libanon davon überzeugen, dass es eigentlich gute digitale Lehre gibt und geben kann. Ja, wie können wir auch mit den wissenschaftlichen Beweisen kommen, damit wir endlich auch ein Umdenken in diesen Ländern bewirken können. Warum machen wir das? Ja, also was ist sozusagen das, wo die deutschen Hochschulen, die europäischen Hochschulen sagen, da haben wir was von, das bringt uns auch was. Ich vermute, jetzt wird kommen, wir müssen unsere Lehre auch ändern. Darum, das bringt es uns. Nein, ich glaube, das wird der Nebeneffekt sein. Aber ich würde es nochmal wiederholen. Ich glaube, wir werden überhaupt den deutschen Hochschulen wird es bringen, dass sie überhaupt in Zukunft noch an relevantes Wissen und relevante Innovation herankommen. Weil auch die Art, wie sich an den Hochschulen Forschung und forschungsnahe Innovation also doch gerade passiert. Von Innovation. Nee, nicht abschöpfen, sondern teilen. Das sind ganz spannende Perspektiven, die sich auftun, wenn ich es mit einer Internationalisierung at home zu tun habe, wenn ich über Hochschulpartnerschaften wirklich jedem Student die Möglichkeit biete, innerhalb eines internationalen Klassenraums zu kommunizieren mit Menschen auf der ganzen Welt. Und das bietet einen unglaublichen Lernzuwachs. Damit kann ich das Wissen verdichten, damit kann ich Erfahrungen sowohl von Nord nach Süd als auch von Süd nach Nord tragen und dann hoffentlich auch, wenn es denn so gewollt ist, in Form von entsprechenden Thinktanks auch möglichst vielen Menschen zur Verfügung zu stellen. Für mich ist E-Learning gehört zu diesem größeren Kontext der Entwicklungszusammenarbeit. So, was ist der Mehrwert, um diese Frage zu antworten? Einfach um damit nicht viele Leute sich in gefährliche auf diese Schleuserbande. Das heißt, Syrien ist vielleicht der Extremfall, aber es gibt auch viele Flüchtlinge in Entwicklungsländer, die kommen, weil die da keine Perspektiven haben. Das heißt, dass Hilfe zu Selbstbildung ist sozusagen das Beste, was man in dieser Entwicklung zusammen machen kann, damit die Leute Perspektiven irgendwie bekommen.